Was geht ab, Freunde? Heute reacten wir auf den neuen Song von Lelano und zwar OCB, Freunde, beziehungsweise würde ich mal sagen, nicht unbedingt neuen Song, sondern neues Musikvideo. Der Song ist schon seit einer Woche jetzt draußen ungefähr und ja, ich hatte bisher noch keine Zeit eigentlich den anzuhören und habe mir dann irgendwie gedacht, okay, warten wir einfach auf das Video. Er meinte auch, das Video soll ziemlich gut werden, deswegen bin ich an dieser Stelle natürlich wie immer sehr gespannt, Freunde. Wir setzen mal die Kopfhörer hier auf und dann würde ich sagen, starten wir rein. Ich wurde sehr häufig auch wieder gefragt bei WhatsApp, in der Gruppe, bei Instagram und so, ob ich darauf reagiere, auch schon da halt, als der nur auf Spotify draußen war. Und dann habe ich mir aber gedacht, okay, wenn ich weiß, es kommt ein Video, dann warte ich halt einfach darauf. Okay, let's go. Von alle an alle, die einen Traum. 7.12.2017 ist schon, wenn man das jetzt so überlegt, echt lange her, aber da habe ich auf jeden Fall, denke ich, die Videos so ziemlich alle verfolgt. Also ich meine, gut, okay, man muss sagen, das war halt komplett vor dieser Lelano-Zeit und wenn man überlegt, wie lange man aber auch Lelano mit den Braids und so schon kennt, dann ist es eigentlich doch gar nicht so verwunderlich, dass es schon so lange her ist. Wenn ich aber daran denke, als ich diese Videos angeschaut habe, wo er so ein bisschen zum Beispiel mal gegen seine Mom gefeuert hat und so, dann kommt mir das irgendwie gar nicht so lange her, Digga, what the fuck. Haltet daran fest, zieht eine Sache einfach durch. Scheiß drauf, was andere Leute sagen. Wenn du keine neidischen Hater hast, dann machst du was falsch. Ich wollte auf dieser Welt einfach kein Niemand mehr sein. Boah, Digga, krank. Also erstmal am Anfang so schön gemumbled, finde ich sehr cool. Und dann dieser geile Drop, Digga. Nicht bekannt, um meine Lieder am Hype. Was auch cool ist hier an dieser Stelle, er rappt hier ja Rolle meine Träume in die OCBs. Träume wahrscheinlich auch auf die Uhr bezogen, die er sich ja dann auch geholt hat und natürlich hier auch, wie man schon sehen kann, am Handgelenk hat. Ja, auch cool, das so mit reinzubringen. Bin auf Fantasy Weed, du bist gerade nicht erreichbar und ich penne nicht viel. Sag, wo warst du, als ich dich. Auf jeden Fall was Ungewohntes, aber man ja natürlich mittlerweile schon kennt, ist seine neue Frisur, also keine Braids mehr. Ich weiß nicht, ob er sich nochmal welche machen lässt. Ich glaube, das ist nämlich auch gar nicht so gut für die Haare. Ist ungefähr genauso ungewohnt wie mich ohne Cap zu sehen hier an dieser Stelle. Ich hoffe übrigens, dass diese eine Locke hier nicht immer nach hier unten an die Seite runterrutscht. Die hält einfach nicht. Egal, auf jeden Fall, ja, wie gesagt, weiß man mittlerweile schon, ja. Hat auch irgendwie was. So gebraucht, hab Dope geraucht, hab Stone Type tot im Trauma. Du machst auf ignorant, laufe grad an dir vorbei und du suchst Blickkontakt. Ich weiß noch damals. Also es sind hier auf jeden Fall so, es ist nicht wirklich laut, aber solche, ja, wie nennt man das am besten, Zoom, Transition, Übergang, Soundeffekte, wie auch immer, die sind aber nicht so laut oder so, also sind nicht so krank präsent. Könnte man meinen, dass, also gut, sowas ist halt eigentlich in keinem Beat drin, aber ja, also das fällt jetzt nicht so krass auf, finde ich trotzdem fürs Video auf jeden Fall ziemlich nice. Dass du nicht so warst, als du bei mir warst, ich weiß noch, als du sagst. Boah, ansonsten die 808 in dem Song, Digga, ist, also schon direkt am Anfang dachte ich mir, Killer, Digga. Das ohne mich wird's leichter, jetzt steh ich allein da und du hast recht, du hast recht. Was soll man sagen? Also der Typ kann echt kranke Melodien machen. Ich weiß gar nicht, also jetzt nicht negativ gemeint, aber irgendwo kenne ich so eine Melodie schon. Keine Ahnung. Allein da und du hast recht und du sagtest, ohne mich wird's leichter. Trotzdem bin ich einsam und du bist weg, du bist weg. Was auch cool ist hier im Video natürlich, ist, dass er hier sozusagen einmal im Vordergrund steht und dann nochmal zweimal im Hintergrund. Auch die Aussage, ich wollte auf dieser Welt kein Niemand mehr sein. Das erste Mal, dass ich gefühlt eine Line richtig zitiert habe, Digga, ich bin stolz auf mich. Ja, finde ich auch eine nice Line, hat er insofern ja auf jeden Fall geschafft. Zu viele Menschen, die nie da waren, könnte man jetzt vielleicht auf seinen Vater beziehen. Ich weiß nicht, wie lange er da keinen Kontakt mehr hat mit dem. Ja, ich glaube schon wirklich relativ lange. Also ich glaube, da war er noch sehr klein oder ich weiß nicht, ob er dem überhaupt geht. Keine Ahnung, also ich kenne mich jetzt nicht in seiner Familie aus. Er hat das mal irgendwann erwähnt, deswegen weiß ich überhaupt irgendwas darüber. Aber man muss sagen, also wirklich Real Talk, sehr deep Lines auf jeden Fall drin. Und wenn man so ein bisschen
also wenn man jetzt vielleicht die Videos nicht kennt und gar keinen Bezug zu der eigentlichen Person dahinter, also zu Alec hat, dann glaube ich, wird man vieles darin nicht unbedingt verstehen. Heißt auch nicht, dass ich alles verstehe, aber ich glaube, dadurch, dass ich auch diese alten Videos mitbekommen habe damals, kann ich da schon vielleicht manches mehr erkennen als andere. Keine Ahnung. Was soll man sagen, Digga? Ich schwöre wirklich bei Gott, und wenn ich lüge, dann soll ich morgen wirklich sowas von tot umfallen, aber ich hab das wirklich nicht vorher gehört. Ich wusste das echt nicht, dass der das jetzt direkt, erwähnt mit seinem Vater. Aber da natürlich wieder Props an mich, Digga. Dafür mal ein Like da lassen. Ich wache jeden Tag auf mit einem Kater. Keiner von euch wird mich oben sehen. Ich mache immer weiter bis zum Rosenblüm. Ja, keiner von euch will mich oben sehen, natürlich auch in Bezug darauf, was damals halt abging einfach. Also, ey, wie soll man die Line jetzt erklären? Also, die ist selbst erklären, aber wurde mir nicht in den Schoß gelegt. Früher wusste du, so heute kurbelst du. Ich brauch nichts sagen. Ah, ja, genau. Also, hier oben, oder keine Ahnung, also, es sind alles verschiedene Musik. Ihr dürft mich jetzt wirklich nicht fragen, welches war das nochmal? Sand Nudes 2.0, glaube ich. Was hat er da gemacht? Ja, das war, ich glaube, war das so ein Wipe-Tutorial damals oder so? Ich bin mir nicht sicher. Das war das, wo er die Lines natürlich erklärt hat. Das, denke ich mal, das glaube ich, noch ein bisschen neuer auf jeden Fall. Ja, ansonsten die Anfänge mit den Braids und sonst die Videos. Ich weiß gar nicht, Digga, was sind das für welche? Also, weiß ich jetzt gerade nicht. Dass ich mal ein Niemand war. Ich will ganz. Aber nice, wie hier am Ende oben schon wieder das Neue noch mit drinnen ist und dann so ein, ja, so ein Zoom reinkommt und dann wieder ist man wieder im neuen Video. Niemand war. Ich will. Genau, und das da hier waren immer diese Dings hier, diese einen Videos, die waren auch immer richtig geil. Da haben die auch einmal so übelst viel bei ich glaube, McDonald's oder so war das geholt und er hat das probiert und irgendwie gefühlt, das meiste hat ihm, glaube ich, nicht geschmeckt. Ich will ganz oben an die Spitze und ich glaube, ich bin bald da. Und immer wenn du's nicht geglaubt hast, als ich meinte, ich werd ein Star. Um jeden Preis mach ich Mama reich. Ich wollte auf dieser Welt. Finde ich aber auch nice betont. Also dieses, um jeden Preis mache ich Mama reich. Ich kann niemand mehr sein, jetzt bin ich bekannt und meine Lieder im Hype. Alle meine Träume in die OCBs, brauche immer mehr, bis ich die Sterne sehe. Ich bin nicht so dumm, obwohl ich nicht so viel weiß. Oh Mama, tut mir leid, denn ich bin wieder zu high. Alle meine Träume in die OCBs. Auch nice, gerade so dieser Donner-Soundeffekt mit drinnen. Passt sehr gut zur Atmosphäre. Generell natürlich, wie gesagt, es ist sehr deep. Also dazu so ein dunkel angelehntes Video so ein bisschen passt natürlich auch sehr gut. Okay, geile Drohnenaufnahmen auch noch hier. Ansonsten, der Junge soll natürlich sozusagen ihn in der Vergangenheit widerspiegeln. Hat aber sogar auch diesen Pulli an von Inscope seiner Marke. Habe ich auch gesehen, hat er da irgendwie, hatte ich bei Inscope oder so gesehen. Keine Ahnung, hat er auf jeden Fall bekommen. Ja, ansonsten, wie gesagt, der Junge spielt sozusagen den alten Alec von früher irgendwie, spiegelt den wieder. Ich finde, man sieht so ein paar Ähnlichkeiten auch. Also das ist jetzt auch nicht irgendwie so, keine Ahnung, Digga. Irgendwie eine Person, die man jetzt null irgendwie auf ihn, mit ihm identifizieren könnte. Okay, sehr nicer Song, hat mir sehr gut gefallen, Freunde, das war's wieder mit diesem Video, ich hoffe, es hat euch gefallen, die Locke ist, glaube ich, wieder runtergerutscht, Props dafür, Digga, sehr nice, ja, lasst ein Like und ein Abo da, Freunde, aktiviert die Glocke, damit wir zu den 7000 Abos kommen, also wir sind jetzt auf dem Weg zu 6400, dann natürlich die 7000, Freunde, und dann geht's weiter zu den 10.000, würde mich freuen, und ansonsten sehen wir uns natürlich heute Abend wieder pünktlich um 0 Uhr, Freunde, ihr wisst Bescheid, mit den nächsten Reactions, und ich war heute mal nicht so müde um diese Uhrzeit.